Einen schönen guten Tag aus der Sportnews-Redaktion. Der heutige Dienstag bringt diese Themen. Bei den US Open ist Karin Knapp nun auch im Doppel ausgeschieden. Gestern Abend setzte es an der Seite von Roberta Vinci eine Niederlage gegen die Russinnen Kudryavtseva Pavlyuchenkova. Das Match endete 6:7, 6:2, 2:6 für die beiden Osteuropäerinnen. Am Sonntag feierte in der Fußball-Oberliga Manuel Angerer für den SSV Brixen sein Oberliga-Debüt in der Meisterschaft. Der Torhüter musste zwar nach diesem Patzer von Proslina einmal hinter sich greifen, machte seine Sache insgesamt aber recht ordentlich, wie sein Trainer Martin Wachtler befindet. Wir haben drei Tormänner. Wenn man bedenkt, dass zwei davon Junioren spielen können, auch noch. Wir haben drei gute Tormänner. Es ist keiner eine klare Nummer 1. Da haben wir eigentlich schon von Anfang an so oben gewählt. Und aufgrund vieler Umstände haben wir uns für Manu entschieden. Wir haben ihm das Vertrauen gegeben und ich denke, er hat es auch recht gut gemacht. Die italienische Volleyball-Nationalmannschaft hat heute am frühen Morgen ihr Eröffnungsspiel des World Cup 2015 in Japan bestritten. Gegen Kanada gab es einen 3:1-Sieg. Im Einsatz war auch der Bozner Simone Gianelli, der drei Zähler beisteuerte. Die insgesamt 12 Teams kämpfen um eine Platzierung unter den besten zwei, um sich direkt für die Olympischen Spiele in Rio zu qualifizieren. Morgen steht für die Azzurri das Match gegen Australien auf dem Programm. Gestern Abend waren hingegen die Rittnerbuben im Einsatz. In einem Testspiel gegen Carleton University setzte es für den Vize-Italienmeister eine 1:2-Niederlage. Den Treffer für die Rittner erzielte Brandon Cook. Das war's von uns hier aus der Sportnews-Redaktion. Ich freue mich, wenn wir uns schon bald wiedersehen. Bleiben Sie sportlich!